Die müssen wohl. Achso, hier waren wir schon. Verletzt, geschlagen und in Angst. Um unser Leben gaben wir schließlich auf. Sieben ihrer größten Magier versiegelten uns im Untergrund mit einem Zauberspruch. Alles kann durch das Siegel herein. Alles kann durch das Siegel herein, doch nur eine mächtige Seele kann wieder hinaus. Okay. Es gibt nur eine Möglichkeit, den Zauber umzukehren. Eine riesige Macht, gleichbedeutend mit sieben Menschenseelen, kann die Barriere zerstören. Aha. Dieser verfluchte Ort hat weder Eingänge noch Ausgänge. Ein Mensch wird niemals hier herunterkommen. Wir werden für immer unten gefangen sein bleiben. Aha, wird kein Mensch hier runterkommen? Da wäre ich mir mal nicht so sicher. Okay, hier geht's jetzt lang. Pilze. Ah, okay. Da geht's lang. Peach-Pilze. Oha. Spezieller Feind Tammy. Möchte dich besiegen. Flakes füttern. Ich möchte ausschließlich Tammy Flakes. Nein, so bricht stirbt. was? Nein. Ich habe den Angriff vergessen. Wir fliehen. Tut mir leid. Ich will ja nicht Game Over gehen. Kurz vor dem nächsten Checkpoint. Und du? Sackgasse. Ah, okay, der hat das oben aufgemacht. Können wir über Umwege? Ja, hier so, da können wir hin. Müssen wir zurücklatschen. Und ein schöner Tammy. Ja, schon. Ja. Was ist jetzt los? Halt mich nicht auf. Okay, jetzt geht's hier umlang. Ohne Kerzen oder Magie mussten die Monster Kristalle verwenden, um ihr Zuhause zu finden. Aha. Ich muss mich also den Weg erleuchten. Oha. Nein, schnell fliehen. Halt mich nicht auf. Ein solches Rätsel. Oh shit. Ich krieg den Weg nicht mehr. Ist ja eine Laterne. Es wird gefährlich, wenn es dunkel wird. Nichts in der Nähe ist. Okay. Wollte ich eine kleine Pause machen. Suchen wir den nächsten Checkpoint. Hinter dir. Oh nein. Undyne. Oh nein, Undyne. Sieben menschliche Seelen. Mit der Macht der sieben menschlichen Seelen wird unser König Asgore Dreammoor zu einem Gott werden.
Mit dieser Macht wird Asgore endlich die Barriere zerstören. Er wird endlich die Oberfläche von den Menschen zurückerobern. Wir werden ihnen die Schmerzen vergelten, die wir so lange ertragen mussten. Verstanden, Mensch? Das ist deine einzige Chance der Wiedergutmachung. Gib mir deine Seele. Und ich entreiße sie deinem Körper. How about nope? Andain, ich helfe dir beim Kampf. Junge, du hast es geschafft. Andain steht genau vor dir. Du hast den besten Platz für den Kampf bekommen. Vater, gegen wen kämpft sie? Hey, du erzählst doch meinen Eltern nichts davon, oder? Nein. Du erzählst doch meinen Eltern nichts davon, oder? Okay, wo geht's jetzt lang? Na, da hoch. Oha. Du vernimmst ein Gespräch. Wenn ich dir meinen Wunsch sage, versprichst du, dass du nicht lachst? Du vernimmst ein Gespräch. Natürlich werde ich nicht lachen. Du vernimmst ein Gespräch. Eines Tages möchte ich den Berg erklimmen, dem wir begraben liegen. Den Himmel sehen und die Welt ansehen. Das ist mein Wunsch. Du hörst ein Lachen. Hey, du hast gesagt, du würdest nicht lachen. Du vernimmst ein Gespräch. Entschuldige, es ist nur witzig. Denn das ist auch mein Wunsch. Doch, es gibt eine Prophezeiung. Der Engel, das Wesen, das die Oberfläche sah, wird zurückkehren und der Untergrund wird leer werden. Aha. Jo. Ach, der schon wieder. Jo, ich weiß, ich sollte nicht hier sein, aber ich möchte dich etwas fragen. Mann, ich habe das noch nie jemanden gefragt. Jo, du bist doch ein Mensch, richtig? Ja? Haha. Mann, ich wusste es. Naja, ich weiß es jetzt. Meine ich, Andain sagte mir, entferne dich von den Menschen. Also, weißt du, das macht uns wohl zu Feinden oder so. Aber das gefällt mir nicht. Ja. Jo, kannst du einfach Gemeines sagen, damit ich dich hassen kann? Jo, was? Dann muss ich das machen. Wird schon schief gehen. Jo, ich kann dich nicht ausstehen. Mann, ich bin so ein Arsch. Ich gehe jetzt nach Hause. Wir sind freundlich. Jo, warte, Hilfe, ich hänge fest. Oh nein, Andain. Ich rette dich. Jo, Mann, wenn du meinen Freund verletzen willst, musst du erst mich besiegen. Aha. Sie ist weg. Jo, du hast mir echt die Haut gerettet. Das mit deinem Feind stimmt wohl doch nicht. Haha. Wir sind stattdessen lieber Freunde. Mann, ich sollte wirklich nach Hause gehen. Meine Eltern machen sich bestimmt schon Sorgen. Bis später, Mann. Okay. Und wo sind wir jetzt gelandet? Ach du Schreck.
Sieben. Sieben menschliche Seelen und König Asgore wird zum Gott werden. Sechs. So viel haben wir bereits gesammelt. Verstanden? Durch deine siebte und letzte Seele wird sich die Welt dieser Welt wandeln. Aber alles Ernstes ein Geschenk, wenn du es so weit geschafft hast. Ich verrate dir die tragische Geschichte meines Volkes. Es hat alles vor langer Zeit angefangen. Nein, weißt du was? Vergiss es. Warum sollte ich es erzählen, wenn du gleich eh stirbst? Ah. Du stehst zwischen den Hoffnungen und Träumen aller Lebewesen. Durch Elfes Geschichte, Geschichtsbücher, dachte ich, Menschen werden cool mit ihren riesigen Robotern und blumigen Schwertkämpferinnen. Aber du bist nur ein Feigling. Versteckst dich hinter einem Kind, nur um vor mir zu fliehen. Und dann bist du auch noch ein erbärmlicher Gutmensch. Ich mache so einen Unterschied, indem ich Fremde umarme. Weißt du, was den Leuten mehr bringen würde, wenn du tot wärst? Das ist richtig, Mensch. Deine Existenz selbst ist ein Verbrechen. Dein Leben ist alles, was zwischen uns und der Freiheit steht. Und in diesem Moment fühle ich den Herzschlag aller Wesen. Jeder hat sein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Aber wir sind nicht ein Stück nervös. Wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir gar nicht verlieren. Also Mensch, beenden wir das hier und jetzt. Ich zeige dir, wie entschlossen Monster sein können. Schreite voran, wenn du bereit bist. Fuhu. Checkpoint. Ja, wir sind nötig. Der Wind heult, du bist erfüllt von Entschlossenheit. Speichern. Wundervoll an der Ins Arena. Lieber doppelt sprechen, sicher. Ich mache eine kleine Pause und lasse euch hier zurück mit dieser Musik und diesem Bild. Bis gleich. So, na dann. Auf geht's. Es ist also soweit. Es wird nicht mehr zurückgerannt. Los geht's. Kampf gegen Undyne. Oha. Undyne greift an. Werde nicht kämpfen. Solange du grün bist, kannst du nicht fliehen. Außer du schaffst es, der Gefahr ins Gesicht zu sehen. Du wirst keine Sekunde gegen mich bestehen. An deinen hält ihre Fäuste vor sich und schüttelt den Kopf. Fliehen. Du erzählst an deinen, dass du nicht kämpfen möchtest. Nichts passiert. Wenn ich sage, sieh der Gefahr ins Gesicht, meine ich, dass du zu den Geschossen schauen sollst. An deinen dreht sie ihren Speer um. Dreht ihren Speer unschuldig, ungeduldig. Unschuldig ist sie bestimmt nicht. Du erzählst an deinen, dass du nicht kämpfen möchtest, nichts passiert. Nicht schlecht, wie gefällt dir das? Wie so ein Rhythmusspiel. An deinen denkt an ihre Freunde und hämmert mit den Fäusten auf den Boden. Du erzählst an deinen, dass du nicht kämpfen möchtest, nichts passiert. Seit Jahren träumen wir von einem glücklichen Ende. Oha, da ist aber wild. Wild mit Y. An dein Ding, an ihre Freunde und Hammers. Ja, okay. Flehen. Ich möchte nicht kämpfen, nichts passiert. Kapo setzt da Schalen. Okay, bisher gut überlebt. An dein Licht bedrohlich. Wir flehen. Ihr werdet es uns nicht weiterhin nehmen. Oha, Konzentration! Nimm ein Ice Cream.
Oha. Hab ich schon mal gesagt, das Rhythmusspiele bei mir. Für mich echt nicht. Dachte mir auch nicht. Was? Na toll. Bin ich geflohen oder was? Ach du Schande. Und das ging sogar. Jetzt kommst du mir nicht. Das ist jetzt nicht sehr gut. Ich tu dir nur einen Gefallen. Hups, 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 hups. Oh verdammt. Sagte ich mal, dass ich im Rhythmusspiel nicht so gut bin. An dein zeigt auf heroische Art und Weise auf den Himmel. Du erzählst an dein, dass du nicht kämpfen möchtest. Nichts passiert. Das ist schlecht. Ich war abgelenkt von dem einen. Sind diese Clown natürlich regeneriert. Dich jetzt zu töten ist eine Art Akt der Gnade. Ups. Ich will das so verlieren. Gnade. Das ist dann denn, dass du nicht kämpfen möchtest. Nichts passiert. Also hör auf, so verdammt robust zu sein. Ich bin auf keinen Fall robust. Zu unkonzentriert und kann das nicht. Verdammt. An deinem Lächeln bedrohe ich. Ich werde zu Game Over gehen. Uha. Ausweichen. Ja, und Game Over. Erneut. Okay, einen Schwächepunkt haben wir nicht mehr. Ist also soweit. Es wird nicht mehr zurückgerannt. Los geht's. Na gut, dann jetzt mal konzentriert. Bei der Sache. Ich flehe um Gnade. Ehrlich gesagt. Okay, jetzt habe ich was übersehen. Und ich habe wieder auf den Linken geachtet. Linken den roten Pfeil, der kommt. Man muss erst ganz zum Schluss. Ich bin so doof. Der lässt einen noch Zeit, da können wir noch. Können wir noch in Ruhe. Den können wir ignorieren. Der wird auch nichts tun, wenn er. Ja. Tun, wenn er einfach mich trifft. Nein, ich will nicht kämpfen. Ich tue nichts. Ich will die Tat machen. Abwehren. Tat. Flehen. Da war ich gerade ein bisschen im Gelenk. Sehr schön. Analyse wäre wirklich bestimmt auch nicht schlecht, aber ich kann es mir schon denken. Dass die viel zu viele HP hat. Bosskampf halt. Jetzt schon Game Over. Ich lasse nachher eine Konzentration. Oh Mensch. Ich werde hier langsam. Ich werde nachlässig. Wir fliehen. Let's go. Und Konzentration.
schlecht, wie viel Stress. Oh, verdammt. Dreck. Da war ich schon weiter als vorher. Das war ich unkonzentriert. So ein Ding. Next try. Alle guten Dinge sind 3 und 80. 100. 1000. Ja, okay. Nein, grün, dann kann ich nicht fliegen. Okay, ich kann fliegen, wenn das Herz rot wird. Genau, muss achten, vielleicht kann ich das machen. Kann ich dann um Gnade, sie, ihr Gnade anbieten, okay. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Wird das irgendwann rot? Habe ich dann eine Möglichkeit? Okay, sie zeigt den Himmel. Konzentration. Sehr schnapp gewährt. Schön, dass die Items zurückgesetzt werden. Das finde ich gut. Nur fair. So genug aufwärmen, die Phase. Ja, ausgewichen. Ice Cream. Bist zäh. Okay. Mist. Es riecht nach Sushi, okay. Selbst wenn du mich besiegen könntest. Ausweichen. Und er hält ihre Fäuste vor sich und schüttelt den Kopf. Nichts passiert. Kein Mensch hat jemals Ascore. Okay. Uff, die Attacken sind auch hart. Durchhalten. Ah, die Sache. Ja. Item. Das brauche ich jetzt dringend. Ich will dich, ich liebe dich. Okay. Jetzt habe ich kein Item mehr, na toll. Das wird doch wieder nichts. Auch so verdammt robust zu sein. Ich und robust hier, ja, genau. Hat sie mich wieder. So ein Dreck. Oh Mann. Was ein Bosskampf. Let's go. Ich flehe und ich flehe und ich flehe. Eine Ewigkeit später.